Horst Janssen hat auch immer wieder Landschaften gezeichnet, radiert. Und es sind vor allen Dingen Landschaften, die eigentlich Winterlandschaften sind. Also auch hier wieder ein Thema des Vergänglichen, der absterbenden Natur und des vielleicht zunächst traurig wirkenden. Aber wenn man genauer hinschaut, merkt man, dass er eben auch ein ganz starker Beobachter war und dass er eben in diesen ja ganz still daherkommenden Landschaften durchaus wundersame Sachen entdeckt. Zum Beispiel gibt es ein kleines Bild, wo dann plötzlich eine Wolke aufsteigt, wo man merkt, da entsteht etwas Neues. Oder Landschaften, wo plötzlich im Hintergrund ein Leuchten wahrzunehmen ist, was sich erst sozusagen allmählich dem Betrachter entdeckt, je länger er drauf schaut.